Ja, hallo Bitcoin. Zuerst einmal wollte ich mich bei euch bedanken. Danke, dass du da bist, weil ich weiß, dass es ein Aufwand ist. Ich weiß, dass du nicht einfach so aufgestanden bist, hast gedacht, geh mal hin und alles gut, sondern dass du das geplant hast. Ich weiß, dass du investiert hast. Ich weiß, dass du Proof of Work gemacht hast, dass du Energie reingesteckt hast, dass du heute hier sein kannst. Und das war mir bisher irgendwie selbstverständlich. Bis vor einer Woche oder so, da habe ich ein Video gemacht und habe dieses unselige, tendenziöse Buch von Herrn Professor Dr. Rieck bewertet. Ja, das ist jetzt für ihn nicht so gut ausgegangen, aber ist halt meine Meinung. Und in den Kommentaren finde ich dann diesen Kommentar, ja, wo einer sagt, ganz unten, nach 7 Minuten musste ich das Video aufgrund der vielen falschen Behauptungen aufhören. Und das ist halt der Unterschied zwischen Bitcoinern und anderen. Wer von euch hat Bitcoin in 7 Minuten verstanden? Ja, ich sehe gar keine Hände. Es benötigt Energie, es benötigt Aufwand. So wie Bitcoin selber auch Proof of Work ist, müsst ihr euch ein bisschen da rein engagieren, damit es auch wirkt. Und deswegen vielen Dank, dass ihr diese Energie aufgebracht habt und heute da seid. Der Applaus ist für euch. Als es in die Vorbereitung ging, kriege ich dann irgendwo eine Info, dass ich sprechen kann, soll. Und das Genre, es geht ja um Blocktrainer at the Movies. Und das Genre, Drama. Ich habe mich sofort gemeldet für Drama, weil es auch das Einzige war, was noch übrig war. Von daher war die Entscheidung relativ gut. Aber ich glaube, es passt zu mir, weil ich habe natürlich auch aufgrund meines Alters viel Drama schon im Leben erlebt. Und vor allen Dingen, weil ich bin Wassermann. Ja? Wer von euch kennt sein Sternzeichen? Ah, es sind doch die meisten. So, diese Wassermänner sind ja so ein bisschen, Wassermann ist übrigens ein Luftzeichen. Ja? Obwohl es Wassermann heißt, ist ein Luftzeichen. Das heißt, wir sind immer so ein bisschen luftig unterwegs, so ein bisschen am Spinnen und so ein bisschen, ja, so medium seriös. Ne? Also, bei mir. Übrigens gibt es viele Wassermänner und Wasserfrauen in der Bitcoiner-Welt. Zum Beispiel Lina Seiche, die Mutter von Little Hodler, die ist auch Wasserfrau. Die hat sogar am gleichen Tag wie ich Geburtstag. Und diese Einflüsse, die die Sterne auf uns haben, die können wir ja nicht vermeiden. Da haben wir keine Chance. Ja, wir werden ja durch diese Sternkonstellation einfach manipuliert, gesteuert. Weil das ist ja eine Wissenschaft. Diese Astrologie ist ja eine Wissenschaft. Und es ist auch ein Drama. Weil wenn ihr mal Zeit habt und Lust habt, dann blättert mal durch im YouTube oder wo auch immer. Und dann geht man auf Astro-TV. Was für ein Drama. Da rufen wirklich Menschen an, die echte Probleme haben. Und dann ist da irgend so jemand, der dann, ja, die Sterne stehen so und so und das bedeutet für dich. Und die geben ihr Leben in die Hand von dieser Wissenschaft. Ja. Und diese Wissenschaft ist natürlich keine Wissenschaft. Das ist das, was ich nenne, eine Pseudowissenschaft. Und die hat einen Link zur Wissenschaft durch die Sterne. Weil das beeinflusst dich ja deshalb, weil die Sterne in diesem Winkel, also das Stern ist ja auch falsch, sind eigentlich die Planeten und nicht die Sterne, es ist ja nur die Sonne, die da mitspielt. Und diese Winkel spielen eine Rolle, weil die bestimmen, wie du dich fühlst, wie es dir geht und was du tun willst und was für einen Charakter du hast. Was für ein Humbug, was für ein Humbug. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die Wissenschaften, die echten Wissenschaften, die Naturwissenschaften, Physik. Das sind die echten Wissenschaften. Und dann gibt es etwas dazwischen. Und das ist eigentlich da, wo ich heute hin will. Und das dazwischen, das ist sowas wie die Ökonomie, die Wirtschaftswissenschaften. Wusstet ihr, dass Wirtschaftswissenschaften nur eine Sozialwissenschaft ist? Sozialwissenschaft, das bedeutet, man geht aufgrund empirischer Daten aus der Vergangenheit her und prognostiziert die Zukunft. Und das Wort prognostiziert ist genau das richtige Wort, mal prognostiziert die Zukunft. Man antizipiert, wenn A, B, C passiert ist, dann kommt B. Jetzt hat man natürlich in diesen gesamten Geisteswissen, also in den ganzen Sozialwissenschaften folgendes Problem. Man dealt mit Menschen.
Und nicht jeder von euch, der ABC erlebt, macht D. Und wenn er es nochmal erlebt, ABC wieder D. Deswegen ist das immer nur eine Annahme, was passieren kann. Jetzt haben diese Sozialwissenschaften, die Wirtschaftswissenschaft natürlich ein Ego-Problem. Das führt dann so weit, dass sie gesagt haben, wir wollen ja auch einen Nobelpreis haben. Gibt es, wer glaubt, dass es einen Wirtschaftsnobelpreis gibt? Na, traut euch, es ist nicht alle. Die sind dann zur Nobelstiftung hingegangen und noch früher zu Alfred Nobel selber und haben gesagt, wir brauchen auch, du hast einen Physikpreis, wir möchten auch einen Wirtschaftspreis, einen Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften. Und Nobel hat gesagt, die Wirtschaftswissenschaft ist keine Wissenschaft, ja? Ihr kriegt keinen Nobelpreis. Und in ihrer Verzweiflung sind sie dann hingegangen und haben den Alfred Nobel Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften ins Leben gerufen. Es geht. Genau. Ein Marketingtrick, weil der wird nämlich von der schwedischen Nationalbank gestiftet und nicht von der Nobelstiftung. Aber weil er so ähnlich heißt, schreiben die Medien jetzt immer, das ist der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften. Und das ist so ein typisches Phänomen in der Fiat-Welt. In der Welt, in der wir leider alle leben, wobei wir ja so eine gewisse kleine Exit-Strategie haben, aber rund um uns herum ist ja die Fiat-Welt und die besteht eigentlich fast nur aus Marketing. Ich gehe manchmal sogar hin und sage, die besteht nur aus Lug und Betrug. Ja? Stichwort Wirecard zum Beispiel. Ja? Solche Dinge können ja in Bitcoin gar nicht passieren, das ist ja völlig unmöglich, weil Bitcoin ja eben an eine wissenschaftliche Grundlage, an physikalische Events gebunden ist und nicht an irgendwelche prognostizierten Verhaltensmuster, die man manipulieren kann, wo man sagt, wenn wir diese Marketingaussage machen, dann kaufen die Leute das und dann können wir uns damit bereichern. Das ist aber Bitcoin anders. Ja? Also das heißt, man hat hier schon angefangen, oder schon viel früher, Marketing zu machen. Und man hat hier versucht, irgendwie so eine Mischform aus, ja, es ist eigentlich nur eine Annahme für die Zukunft, aber es ist Wissenschaft. Ja? Und das ist schwierig. Ja? Weil tatsächlich, was passiert ist ja, das Zeug fliegt uns um die Ohren. Im Moment, wir erleben es doch alle. Was passiert denn im Moment? Wir gehen in den Laden, wir kaufen ein und der Wagen ist halb voll und kostet doppelt so viel wie vor 2, 3, 4, 5 Jahren. Und das ist doch dramatisch. Das ist der Unterschied zu einer Sozialwissenschaft und zu einer wirklichen Wissenschaft, zu Physik. Während du nicht weißt, wie die Inflation in 2 Jahren ist, wie viel du in deinen Einkaufskorb noch reinstecken kannst für dasselbe Geld, weißt du bei der Physik und bei den Naturwissenschaften sehr genau, was passiert. Und zwar heute, morgen, in 5 Jahren, in 10 Jahren, hier in Tokio, auf dem Mond und am Ende des Universums. Und ich habe manchmal Diskussionen mit Leuten, die sind dann so, die glauben dann so an alternative Fakten und so. Und dann sage ich, du, pass auf, ganz simpel. Ich kann dir sehr präzise vorhersagen, dass wenn du aus dem 3., 4., 5. Stock runterspringst, wird es wehtun. Ja? Und ich kann dir sogar sehr genau, also ich vielleicht nicht, aber die Wissenschaft kann dir sehr genau vorrechnen, mit welcher Geschwindigkeit und welche Kraft auf deinen Körper einwirkt, wenn du da unten aufschlägst, egal wo. Das ist der große Unterschied zwischen diesen beiden Wissenschaften. Weil das, was wir hier erleben, ist ja keine Inflation eigentlich. Das haben die auch entnommen aus den Wissenschaften, nämlich aus der Astronomie. Inflation bedeutet nichts anderes als Ausdehnung. So, und das kommt eigentlich aus der Astronomie, wo das Weltall sich ausdehnt, das inflationiert. Und das hat sich jetzt im Volksmund so ein bisschen eingeschlichen als Inflation. Das heißt, es wird teurer. Tatsächlich ist es ein Kaufkraftverlust. Das ist das bessere Wort. Weil ihr geht in den Supermarkt, ihr habt 100 Euro und ihr kriegt weniger Ware dafür als vor einem Jahr. Oder ihr bekommt genauso viel, vermeintlich viel Ware und dann haben wir so eine Art Schrinkflation, ist das Modewort. Das heißt, in der Chips-Tüte sind einfach 20 Chips weniger und kosten das Gleiche. Besonders deutlich sieht man es, wenn man über viele Jahre mal den Big Mac sich anschaut, wie dieses Fleisch, der Fleischanteil in dem Big Mac sich immer verringert hat. Die Fleischdinge sind immer dünner. Und das ist ein Kaufkraftverlust. Und der hängt damit zusammen, dass gleichzeitig die Geldmenge, das ist von der Europäischen Zentralbank, die Ausweitung der Geldmenge über den letzten Jahren. Das heißt, wenn immer mehr Geld reingepumpt wird in so ein System, sei es jetzt eine
Pseudowissenschaft oder eine Sozialwissenschaft, völlig egal. Wenn du da mehr Geld reinballerst, dann wird einfach das Ganze teurer. Das ist dann die Kaufkraftverlust, weil einfach überproduziert wird, was ja natürlich bei Bitcoin nicht geht. Und dieses ganze System, für mich persönlich, ist komplett verrottet, in sich verrottet. Und ich habe jetzt ein Buch gelesen, das wollte ich euch mitbringen heute, von Gary Stevenson. Gary Stevenson hat eine Karriere hinter sich, dass er im Alter von Anfang 20 ist er als Devisenkurshändler bei Citibank in London gewesen und hat irrsinnig viel Geld verdient mit 20 Jahren oder 21 oder 22 und ist dann ausgebrannt, hat die Schnauze so voll gehabt und wollte raus, dann haben sie ihn nicht rausgelassen und jetzt und nach einer Sperrfrist ist er erst in der Lage gewesen, über sein Leben und über seine Erlebnisse zu berichten und das macht er in diesem Buch, was ich euch alle empfehlen kann. Und da steht einfach drin, dass das alles nicht funktioniert. Dieses System funktioniert nicht. Dieses Fiat-System ist zum Scheitern verurteilt. Und das muss man sich immer bewusst machen. Selbst Insider, wie er hier, sagen, es funktioniert nicht. Die Fed kann nicht, die USA kann nicht pleite gehen, weil die können ja in der eigenen Währung nachdrucken. Aber es funktioniert nicht am Ende des Tages. Und die sind auch zynisch. Diese ganzen Leute, die er nennt und wahrscheinlich auch viele andere, die ähnlichen Positionen haben, die sind einfach zynisch gegenüber dem System, die sind respektlos gegenüber dem System, die versuchen sich nur zu bereichern. Er schreibt hier, dass er sagt, das ist ein Haufen Volldeppen, ein Haufen Volldeppen, die Bank of England, das sagt ein Devisenhändler von der Citibank. Und ich unterstelle, dass er nicht lügt in seinem Buch, weil sowas hört man immer wieder. Und dann, und das müsst ihr euch mal reinziehen, der Chefhändler von denen, der ist dann besoffen und zwar regelmäßig und dann fährt der, lässt er sich fahren von seinem Fahrer, zur Bank of England und pinkelt die an nachts. Wie groß muss man dieses System verabscheuen, um einerseits sowas zu tun, um andererseits sich zu bereichern? Und das ist der Leitspruch von denen. Es ist nicht dein Job, den Kunden abzuzocken. Dein Job ist es, sie so abzuzocken, dass sie lächelnd abziehen. Überlegt euch das mal. Und hey, bitte, ich bin wegen Drama hier, ja? Also, aber überlegt euch mal, das ist diese Denke, ich sage jetzt Wall Street, also auf dieser hohen Ebene, auf diesem Fiat-System, auf dieser Sozialwissenschaft, die uns alle regelmäßig versuchen, so abzuziehen, dass wir lächelnd dastehen und sagen, oh, danke, dass ihr uns hier 3% Zinsen gebt oder danke, dass ihr uns dieses scheiß Derivat verkauft habt und so weiter und so fort. Leicht verdientes Geld. Man verdient am selben Tag einen Haufen Geld mit Links und die Händler sagen dann, Bing, Bang, Bosch. Das ist die Welt, in der wir leben. Also wir haben Gott sei Dank, wie gesagt, diesen kleinen Exit. Ich habe dazu auch ein Buch geschrieben vor meinem Buch 2024, das heißt, damit die Arschlöcher nicht immer gewinnen. Da prangere ich diese Dinge auch schon an. Geld, es geht ja um Geld, Bitcoin, Dollar, Euro, ist alles am Ende des Tages Geld. Warum ist denn Geld überhaupt so wichtig? Naja, money makes the world go round. Ja? Und hier ist der Punkt, das habe ich aus dem Buch. Namen habe ich gerade vergessen, von Florian Bruce, werdet ihr finden, der sagt Folgendes, und da hat er vollkommen recht, so muss man das mal betrachten. Er sagt, 50% unseres wirtschaftlichen Handelns ist Geld. Überlegt mal, die Hälfte von dem, was ihr macht im wirtschaftlichen Handeln, ist Geld, weil ihr kauft eine Ware, 50%, und die anderen 50% ist Geld. Das heißt, wann immer wir aktiv sind, haben wir immer zur Hälfte unseres Lebens, unserer Zeit Geld in der Hand. Irgendeine Art von Geld. Und die andere Hälfte ist dann Ware. Was aber passiert ist, dass immer mehr Geld nötig ist um dieselbe Ware. Das heißt, diese 50-50 verschieben sich. Zeitlich ist es immer noch 50-50, aber der Wertanteil verschiebt sich natürlich zu Ungunsten der Ware. Sprich, wir müssen immer mehr Geld aufwenden für die gleiche Ware. Und jetzt ist die Frage, das ist ja Inflation, haben wir ja gesagt, volkstümlich Inflation. Was ist bei einer Deflation? Ist nicht eigentlich eine Deflation besser? Ist nicht eigentlich das Thema, dass die Produkte günstiger werden, weil man sie günstiger herstellen kann? Wäre das nicht die Lösung?
Und das sagen natürlich diese Sozialwissenschaftler, um Himmels Willen, das kommt dann zu einem Wirtschaftskollaps und da bricht alles zusammen, weil wir brauchen ja, jetzt kommt das Zauberwort, Wirtschaftswachstum. Ja. Wirtschaftswachstum gemessen im Bruttoinlandsprodukt, dem BIP, vollkommene Marketingnummer, vollkommener Schwachsinn. Weil auf der einen Seite, und das kann auch jeder nachvollziehen, haben wir eine schrumpfende Bevölkerung und wir brauchen trotzdem mehr Produktion. Wozu? Also das ganze sozialwissenschaftliche Fiat-System ist ein Drama von vorne bis hinten, wenn man sich damit mal beschäftigt. Und das wäre in einem Bitcoin, in einer Bitcoin-Welt, wo einfach die Produkte im Vergleich zu meiner Kaufkraft günstiger werden. Und das ist auch etwas, was wir alle wollen am Ende des Tages. Jetzt ist das BIP vielleicht gefallen, aber wen interessiert denn das BIP? Mich interessiert kein BIP. Mich interessiert, wie geht es mir, wie geht es euch, wie geht es jedem von uns, wie geht es der Gesellschaft, wie können wir mit unseren Krisen umgehen? Und dafür brauche ich nicht zwingend ein BIP, ein Wirtschaftswachstum. Und diese ganzen Politiknasen, die da stehen und sagen, wir brauchen Wirtschaftswachstum, wir haben eine Depression, wir brauchen... Wozu? Ja? Ist es nicht wichtiger zu sagen, schau mal, dass es uns gut geht, dass wir sicher sind, dass wir alle zufrieden sind. Und das kann Bitcoin. Auch das hier, ein guter Indikator. Wenn ihr Bitcoin im Vergleich zu dem neuen iPhone nehmt, dann seht ihr, es ist eine Deflation. Müsste eigentlich für die Wirtschaftswissenschaftler das Drama schlechthin sein. Für uns ist das fantastisch. Das hier ist die Europäische Zentralbank. Und das ist nur bis Ende 23, Q3, also es fehlen noch drei, also es fehlen fast ein Jahr. Und Gary Stevenson hat mich auf eine interessante Idee gebracht und die wollte ich mit euch auch mal teilen. Und zwar hat er dasselbe Chart für die Bank of England gemacht und hat gesagt, wo sind denn diese 700 Milliarden, die dazugekommen sind? Bei ihm waren es 700 Milliarden Pfund, wir haben hier 700 Milliarden Euro. Wer hat denn diese 700 Milliarden? Also ich habe es nicht. Hat jemand von euch diese 700 Milliarden, die da neu entstanden sind? Hand hoch, wer hat die 700 Milliarden? Es ist eine legitime Frage. Wisst ihr, wir machen immer Folgendes. Wir gehen zu Leuten hin und sagen, ich orange-pille euch jetzt. Das sagen wir nicht, aber das versuchen wir. Dann sagen wir, hast du schon mal von gesundem Geld gehört? Wusstest du, dass es nur 21 Millionen Bitcoin gibt? Und die Leute gucken alle ganz mit toten Augen und sagen, ich habe ein Bankkonto, ich habe Online-Banking oder ich habe ja Visa oder so. Das funktioniert schlecht. Natürlich habt ihr da immer wieder Erfolge und ich auch, aber schwierig. Und der neue Ansatz könnte sein, und dazu lade ich euch ein, dass ihr das mal versucht, dass ihr diese Chart nehmt oder sucht euch eins aus dem Internet raus und sagt, schau mal, das ist die Bilanz von der EZB. Und da siehst du, seit 2020 geht es ab. Und da sind 700 Milliarden dazugekommen. Frage, hast du die 700 Milliarden? Weil ich habe es nicht. In Bitcoin ist mehr reingeflossen, ja richtig. Aber die Frage ist halt tatsächlich, dass man den Menschen da drauf anspricht, dass der sagt, ja, ich habe es ja auch nicht. Ne? Und das müsst ihr dann wirklich wiederholen. Aus psychologischen Gründen müsst ihr das wiederholen, müsst sagen, also ja, aber wenn du es nicht hast und ich habe es nicht, also ich habe es ganz bestimmt nicht, oder? Du lügst mich an, oder? Na, du hast es auch nicht, okay. Aber wer hat es denn dann? Wer hat diese 700 Milliarden Euro? Und jetzt fordere ich euch auf und fordert dann denjenigen auf und sagt, geht zu deinem Politiker, geht zum Bürgermeister, zum Landrat, zum Kreis, whatever, Abgeordneten, zum Landesabgeordneten, zum Bundesabgeordneten und geht zum Sancho Panza der deutschen Finanzindustrie, also sprich unser Finanzminister, und fragt den, wo sind diese 700 Milliarden Euro? Niemand von denen kann euch das sagen. Niemand. Das Einzige, was ihr erlebt, ist, wenn ihr an die Supermarktkasse geht, zahlt ihr mehr für weniger, regelmäßig. Also damit könnt ihr vielleicht mal einen Ansatz kriegen, in dieser Sozialwissenschaft einen Bruch reinzukriegen, den Leuten mal bewusst zu machen, dass sie Tag für Tag verarscht werden. Weil niemand kann euch sagen, wo diese 700 Milliarden Euro sind. Ich habe sie nicht und ihr habt sie auch nicht. Und deswegen, es werden immer mehr, es wird immer mehr gedruckt. Die 700 Milliarden, heute sind es wahrscheinlich noch mehr. Ich hatte keine aktuellen Zahlen gefunden, weil die werden auch immer so ein bisschen zurückhaltend veröffentlicht. Das heißt, es wird immer teurer für uns, wir erhalten immer weniger Produkte. Und wenn die Sozialwissenschaften funktionieren würden, wenn das Gelddrucken funktionieren würde, das sagt Javier Milei, das ist der Präsident von Argentinien,
finde ich großartig, dass er sagt, dann würde auch das Drucken von Diplomen die Dummheit beenden. Ja. Also Gelddrucken ist es dann nicht. Ja. Und nochmal, wer hat diese fucking 700 Milliarden Euro? Wer hat sie? Wo sind die? Wer hat denn das Geld? Damit geht man raus. Versucht damit mal die Leute nachdenklich zu machen über Geld und dann könnt ihr vielleicht Bitcoin eher einführen, als wenn ihr mit Bitcoin Fahne hoch voraus aufschlagt. Weil jeder von uns hat ja mehr Geld, Inflation, weniger Ware. Das ist ja unser Drama. Mehr Geld, weniger hohe Inflation, weniger Ware. Und der digitale Euro ist die Lösung daraus. Ich gehe jetzt da nicht weiter darauf ein. Ihr wisst, ich habe ein Buch dazu geschrieben, 2024, wo es um die Gefahren des digitalen Euros geht. Worauf ich ganz kurz eingehen will, ist, warum brauchen wir den digitalen Euro? Warum braucht die EZB den digitalen Euro? Weil wenn der Kreislauf mehr Geld, hohe Inflation, weniger Ware, führt zu sozialen Unruhen, führt zu der Wahl von rechten und linken Rändern. Das, was wir gerade in Deutschland erleben, wo extreme Parteien, die ganz weit außen sind, obwohl sowohl rechts als auch links gewählt werden. Warum? Weil die Menschen unzufrieden sind. Und es hängt unmittelbar damit zusammen, dass die mehr Geld in den Markt pumpen, unsere Kaufkraft sinkt, weniger Ware. Und da müssen wir gegen vorgehen. Da muss was passieren. Weil früher oder später werden die Menschen aufmucken und werden sagen, wir wählen jetzt nicht extrem, wir sind extrem, wir gehen auf die Straße. Nur, wenn die den digitalen Euro dann haben, dann geht ihr nicht mehr auf die Straße, weil dann haben die totale Kontrolle über euch. Und das ist der Ausweg für dieses System mit dem digitalen Euro, einem hundertprozentigen Überwachungs- und Kontrollsystem, das ganze Spiel noch ein bisschen länger laufen zu lassen. Dieses sozialwissenschaftliche Experiment. ...1984 war meine Vorlage, 2024 ist umgesetzt auf den digitalen Euro. So, aber wir sind ja hier, weil Blocktrainer, The Movies, jetzt geht man nach Hollywood. Wer von euch hat diesen Film gesehen? Einige. Ich fasse kurz zusammen, Flight Captain Whittaker ist ein extrem fantastischer Pilot. Er schafft es, ein abstürzendes Flugzeug, was im Sturzflug gerade runtergeht, abzufangen, indem er das Flugzeug auf den Rücken legt. Das heißt, er fliegt wirklich kopfüber. Durch dieses Manöver kann er den Sturzflug verhindern. Also er wäre gerade reingeknallt und so kommt er dann ins Gleiten. Dann dreht er die Maschine wieder rum und landet in einem Gebiet außerhalb von einem Wohngebiet. Und es sterben nur, in Anführungszeichen, 6 Leute von 102. Und er wird zunächst einmal ist er der Mega-Held. Die NTSB, die Flugaufsichtsbehörde, lässt 10 Piloten versuchen, diese Maschine in einer Simulation zu retten, so wie Whittaker es gemacht hat. Alle 10 versenken die Maschine in der Simulation im Boden mit 104 Toten, regelmäßig. Das heißt, er ist wirklich der mega, mega, mega Held. Aber er hat ein dunkles Geheimnis. Er ist Alkoholiker. Und weil er so einen wahnsinnigen Hangover hatte am nächsten Tag, dass er eigentlich gar nicht aus dem Bett kam, damit er überhaupt fliegen konnte, hat er sich dann eine Linie Kokain reingezogen. Und dadurch war er wieder fit. Und dann hat er sich ins Cockpit gesetzt und ist geflogen. Und im Laufe dieses Dramas wird dann immer deutlicher, dass er komplett alkohol- und drogensüchtig ist. Und ihr kennt es ja. Jeder von euch war schon mal betrunken, unterstelle ich mal, bis auf 3 oder 4, die nie betrunken waren. Was ist am nächsten Tag? Man hat einen dicken Kopf, man hat einen Kater. So, die meisten von uns, die allermeisten, Gott sei Dank, kotzen sich aus und dann ist alles wieder gut. Und man sagt, nie mehr wieder, bis zum nächsten Mal. Aber es gibt natürlich ein Rezept, ja, ein Rezept, wie man das wieder übergehen kann. Und das ist, wenn du einen Kater hast, du trinkst einfach wieder Alkohol. Das heißt, du druckst wieder Geld. Entschuldigung, da war ich jetzt zu weit. Also du trinkst wieder Alkohol. Ja. So, und das ist das Drama bei dieser Sucht. Du verbesserst deinen Zustand, wenn du dasselbe nochmal machst, nur mehr. Und genau dasselbe machen wir auch hier.
Genau dasselbe machen wir im Geld. Wir haben einen Konsum, dann gewöhnen wir uns dran, dann fangen wir langsam an, das gar nicht mehr so wahrzunehmen, dadurch werden wir konditioniert und dann dieser Kreislauf ist ein absolut fataler Kreislauf. Und dieser Kreislauf ist genau das, was hier passiert. Wir kommen in eine Not, wenn wir in der Not sind, drucken wir mehr Geld, da wird die Not gelindert und wenn dann die Not kommt, weil mehr Geld gedruckt ist, drucken wir wieder mehr Geld, damit die Not gelindert. Ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Ja? Das heißt, diese Eskalation wird immer schlimmer, genau wie bei einem Alkoholiker, genau wie bei einem Drogenabhängigen. Und das führt dann zu diesem Kreislauf. Ne? Zinsen werden gesenkt, dann gibt es wieder mehr Geld, kommt zur Inflation, dann werden die Zinsen erhöht, dann gibt es wieder eine Menge Leid, weil die Armen oder die, also wir, ja, wir sind alle arm im Vergleich zu den ganz Dicken, wir haben Kaufkraftverlust. Dann werden die Zinsen wieder runter, so wie wir es gerade haben. Die Federal Reserve hat um einen halben Punkt, jetzt um 50 Basispunkte den Zinssatz gesenkt. Was meint ihr, was da drüben jetzt los ist in Amerika? Und die EZB wird nachziehen. Das heißt, wieder mehr Geld führt wieder Kaufkraftverlust, dann werden die Zinsen wieder. Dieser Kreislauf, ja, das ist dieser Kreislauf und das ist genau dieses Drama. Und wie enden wir dieses Drama? Dieses Drama kann man nur so enden, bevor es zur Hyperinflation kommt, mit einem harten Stopp. Und das ist Whittaker auch passiert. Whittaker ist im Gefängnis gelandet. Ja? Whittaker wurde einfach für 5 bis 6 Jahre eingesperrt. Was für ihn ein harter Entzug war, weil da hat er halt eben nicht trinken können, um seinen Kater wegzutrinken. Und dann ganz am Ende gibt es dann tatsächlich Hollywood-üblich so eine Art Happy End. Gibt es beim Euro ein Happy End? Das ist die große Frage. Ich bin mir da nicht so sicher. Was wir aber wissen, wir können mit Bitcoin helfen. Wenn man Bitcoin annehmen würde und wenn man Bitcoin in der Breite annehmen würde, dann hätten wir endlich einen Ausweg aus diesem verrotteten Fiat-System. Vielen Dank. Das war jetzt das Drama, über das ich sprechen wollte. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und dass ihr so ein bisschen ins Nachdenken kommt. Bitte geht raus, fragt eure Freunde, Bekannten, eure Arbeitgeber, eure Kollegen, wer hat diese fucking 700 Millionen Euro? Ich hab's nicht, ihr habt's auch nicht. Roman hat's auch nicht und Deppi hat's auch nicht, ich hab's schon gefragt. Also, ja. Ich darf jetzt noch ganz zum Schluss auf ein Event hinweisen, der ziemlich genau in einem Jahr stattfindet. Viele von euch wissen, ich bin der Mitbegründer vom Bitcoin Forum Bayern, veranstaltet durch die Volksfreifeisenbank Ingolstadt. Und in einem Jahr, im Oktober nächsten Jahres, werden wir einen großen Event machen. Wir erwarten 3.000 bis 4.000 Leute. Da seid ihr schon alle herzlich eingeladen. Der Kartenvorverkauf beginnt. 52.560 Blöcke vor dem Event. So, wer jetzt nicht nachrechnen will, ziemlich genau ein Jahr. Ja, das heißt, bitte ab 9. Oktober seid bereit, dann könnt ihr schon die Tickets mit entsprechenden Early-Bird-Preisen erstehen. Würde mich freuen, wenn wir uns da wiedersehen. Ich werde dabei sein, ich hoffe, viele von euch auch. Das war's von mir. Ich darf mich bedanken und hoffe, dass wir alle noch eine super weitere Veranstaltung haben. Vielen herzlichen Dank.